Fenster. Okay, wie baue ich Fenster? Nicht Schiffe, ich muss zum Baumenü. Und hier, Fenster. Quarzproduktion, Quarzprobe. Wo habe ich denn Quarz? Ich weiß, ich habe irgendwo Quarz. Zement, Kupfer, Lehm, Zement. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was ist das hier? Zink. Steinkohle. Öl. Vielleicht habe ich doch keinen Quarz. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Okay, wo ist sie denn? Dann fragt sie, was sie... Das Zeichen der Pyphoria, das Auge der Sonne. Es verbrennt all jene, die es erblicken. Ich wusste nicht, dass dein Vater von den Pyphoriern heimgesucht wurde. Ein Todesurteil. Du magst ein furchtloses Kind sein, doch geh nicht in die neue Welt. Stich nicht mitten ins Wespennest. Bereit! Das Tagebuch allein reicht nicht aus, um Sir Archibald zu überzeugen. Aber es wird ihn zum Nachdenken anregen. Laufen, Koordinaten an! Okay. Da ist das. Oh. Samuel Goods Mörder entlarvt. Die Geschwister spüren den Mörder ihres Vaters auf, einen Mann, der wohl kein Einzeltäter ist. Da in der Tat Gerüchte über die Verbindung zu einer eigentümlichen Sekte kursieren. Okay. Wo hängt denn hier gerade eins meiner Schiffe ab? Wo ist denn nochmal dieser... hier. Okay. Es könnte durchaus. Ich hoffe, du findest es aufregend. Immer doch. Verlorene Ladung, das mache ich gerade. Nähern Sie sich dem Schiff, um mit dem Geleitschutz zu beginnen. Okay. Welches neue Befehle. Das geladen? Kämmerin gewöhnlich, hier ausgerüstet Rathaus. Ich habe eine Kämmerin an Bord? Okay, die macht leider keinen Sinn. Dich beordere ich zurück. Du gehst mit hier rüber. Und ich brauche hier mein... Ein Schiff erster Klasse. Meine Seegurke. So, damit habe ich nur das Schiff nicht in Bewegung. Alles gut. So, Arbeitskräfte passen. Geld passt auch. Kommt immer noch gut Geld rein. Ich muss mich jetzt aber trotzdem mal um meine Glasproduktion kümmern. Aber erstmal nochmal nach den Bedürfnissen hier gucken. So, Holz. Das passt alles. Fische. Steht auch auf Verkauf, aber wir erhöhen mal unseren Lagerbestand auf 100 und setzen immer auf 30. Fische sind immer gut. So, Kartoffeln. Das hier sind meine Kartoffelfelder hier. Die würde ich gerne umlagern. Irgendwohin, wo es mich nicht ganz so stört. Auch meine Holzproduktion hier, die stört mich langsam. Weil meine Stadt, die würde ich gerne in diese Richtung weiter expandieren lassen. Oder ich könnte die auch in die Richtung weiter expandieren lassen. Das könnte ich natürlich auch tun. Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Ihre Beziehung hat sich im Laufe der Zeit verschlechtert. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Finden und holen Sie den Konditor. Kurz lesen. Ein Handwerker hat ihm berichtet, sein Cousin, ein namhafter Konditor, habe sich in der Stadt verlaufen. Wenn er wüsste, wo er sich aufhält, könnte so ein leicht zu beeinflussender Mann leicht dazu gebracht werden, für sie zu arbeiten. Okay, dann suchen wir doch mal einen Konditor. Er hat sich verlaufen. Da ist meine Stadt gar nicht so groß. Ich
Ich sehe ihn hier aber echt nicht. Wo ist er denn? Ja, hallo? Ja, Konditor. Wo hast du dich versteckt? Hält sich vielleicht hier vorne irgendwo auf? Nein. Alter. Ist gar nicht so einfach, hier mal einen Konditor zu finden. Ist er vielleicht hier irgendwo ganz weit außerhalb? Ganz außerhalb ist, dann werde ich den ja niemals finden. Herr Konditor, bist du das? Nein, du bist einfach nur dick. Nichts gegen Konditoren, weil die meisten, die ich kenne, die essen halt auch gerne das, was sie selber machen. Hat er sich in die Schwerindustrie verlaufen? Nein, das Spiel gespeichert. Okay. Das sieht aus wie der Markt. Es wäre eher in der Nähe vom Markt, aber. Ich kann mich dann einfach nur täuschen. Nee. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, wo der Konditor ist. Wie ist er denn abgeblieben? Es wurde auch Zeit, wieder fest im Boden unter den Füßen. Verlange ich zu viel? Ich habe keinen blassen Schimmer. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, man muss sich mal bekriegen. Kurz gucken. Wer ist noch auf dem Weg? Jedes Schiff braucht sie. Klein, aber oben. Wo sind meine anderen? Wo ist wieder hier? Okay. Dafür sind 19 Minuten. Ich will aber erst jetzt hier diesen blöden Konditor finden. Kann doch nicht so schwierig sein, oder? Naja, offensichtlich ist es schon schwierig. Nee, ich kündet das Rascheln der Blätter von Ihrem... Sie haben Xin gezeigt. Integrität.
Gut. Ich habe diese plus 3 wieder. Eben habe ich ein Minus bekommen von 3, jetzt habe ich wieder plus bekommen von 3, damit dürfte wieder auf 100 sein. Ja, wenn wir jetzt hier mal auf Diplomatie gehen, ja, 100, wunderbar. Sind die betrunken? Ist sie da betrunken? Okay, keine weiteren Fragen. Möge sich ein freundlicher Geist meiner Wenigkeit erbarmen. Alter. Ich habe nichts gegen Menschen, die irgendwie anders denken. Aber... Oh, diese Stimme, die kann ich so gar nicht leiden. Er navigiert mich immer wieder auf diesen Punkt. So als würde er hier am Markt rumhängen. Kann ich hier irgendwie das Bild drehen? Oh, meine Ahnung. Aufgabenobjekt nehmen. Möge es Sternenstaub auf sie hinabregnen. Alles klar. Okay. Aber wieder die andere Ansicht. An die bin ich gewöhnt. So. 20 Minuten habe ich hierfür noch. Gehen wir mal dahin. Da unten. Dafür muss ich meinen Flottenverband aber zusammenfassen. Flotte erwartet Befehle. Reist bitte als Gruppe, ihr drei. Bereit. In Gruppe. So. Gleitschutz. Mit nur 3 Booten. Ja, das wird ein bisschen schwierig, aber gut. Jetzt ist meine Der Frage, Falke ist bereit. Über Bord werfen. Bereit. Hier ausgerüstet Rathaus. Ein. Kann ich die irgendwie Control plus Klick. So, Ziele okay. In Sicht. Liefern Sie das Tagebuch Ihrer Vater zur Anschrift. Wer von euch hat das Tagebuch? Immunitätsbrief, ungewöhnlich. Verwendbar für Schiffe. Verhindert, dass Schiffe angegriffen werden können oder selbst angreifen. Okay. Okay. Flotte erwartet Befehle. Das sind alles gegnerische Schiffe, oder? Das brauche ich auch. So. Geleitschutz. Mal gucken mal. Schiff unter Beschuss. Kann ich das nicht aufnehmen? Bereit!